Herzlich willkommen zu Thierville aktuell. Die Gemeinde zieht nicht nur Steuern ein, verkauft Abfallvignetten und dort Genehmigungen ausstellen. Sie organisiert auch zahlreiche Anlässe und Events, die das Dorfleben bereichern. Das macht sie oft allein oder in Zusammenarbeit mit dem Verein. Was es dazu braucht und wie das funktioniert, zeigt man in diesem Beitrag. Wir haben fixe Termine im Thierville Kalender. Das sind die vier Märkte: der Hallenflohmarkt, Frühlings- und Herbstmarkt und Weihnachtsmarkt. Dann haben wir den Bandtag und wir haben Bundesfeier. Wie gross sind die Anlässe und vor allem wie viele Teilnehmer kommen hier? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel beim Bandtag, wenn schön Wetter ist, bis zu 800 Teilnehmer. Beim März unzählige, also das können sicher ein paar Tausend sein, die da durchlaufen, weil das ist definitiv ein Pflichttermin im Thierville Kalender. Wer ist in die Organisation der Anlässe involviert? Das ist je nach Anlass ganz unterschiedlich. Beim Bandtag sind es hauptsächlich ich und die Männer vom Werkhof. Bei der Bundesfeier haben wir sogar eine eigene 1. August-Kommission, die zusammen mit dem Vereinskartell den Anlass organisiert. Jetzt neben den Standardanlass gibt es immer spezielle Events. Was sind das für welche? Wir haben jedes Jahr immer wieder mal einen speziellen Anlass. Das kann sein, dass wir den Dorfplatz einweihen. Wir haben alle 2 Jahre eine Ehrenpreisverleihung. Und dieses Jahr ganz speziell ein neues Schulhaus, das wir dann offiziell eröffnen im September. Gibt es auch Interessenskonflikte mit Anwohnern? Wir haben natürlich mit den Anlässen, die wir haben, immer wieder auch Beeinträchtigungen. Sei das wegen Strassensperrungen, sei das, weil der Platz nicht begehbar ist. Wir versuchen immer mit den Nachbarn und auch mit den Geschäften, die hier betroffen sind, das vorgängig gut zu organisieren und frühzeitig zu informieren. Wir haben die Anlässe auch nicht jedes Mal auf dem gleichen Platz. Das heisst, soweit funktioniert das immer wieder gut. Jetzt steht wieder ein ganz spezieller Anlass davor. Was ist das für einen? Wir haben dieses Jahr wieder einen ganz speziellen Anlass. In Russland wird in 2 Wochen die WM 2018 anfangen und wir werden anlässlich dieser WM ein Public Viewing durchführen. Es ist sehr speziell, dass die Gemeinde das macht. Wir haben im 2008 das erste Mal durchgeführt. Damals war die Euro 08 in der Schweiz. Und dort sind einige Public Viewings in der Gegend gewesen und Thierville hat das dort zum ersten Mal gemacht. Und das war so ein super Erfolg gewesen, dass wir das jetzt zum 5. Mal durchführen. Bisher ist das Public Viewing immer von der Gemeinde organisiert worden. Das hat allerdings geheißen, dass 2 Leute fast einen Monat lang nichts anderes mehr gemacht haben. Diesmal haben wir gesagt, wir möchten die Vereine ein bisschen mehr in die Organisation einbinden. Das heisst, diesmal wird die Gemeinde ein Kostendach zur Verfügung stellen und bei der Infrastruktur helfen und die Vereine werden die gesamte Festspeise organisieren. Ja, jetzt entstehen ja Kosten. Wie ist das aufgeteilt zwischen der Gemeinde und dem Verein? Wir haben es so vereinbart, dass die Gemeinde die Kosten für die ganze Infrastruktur trägt. Das heisst Grossleinwand, Festgarnituren, die ganze Barbetrieb, sage ich mal. Und die Vereine tun aber die ganze Verpflegung organisieren und finanzieren und dürfen dafür aber auch den Gewinn behalten. Wie wichtig ist das Public Viewing für die Gemeinde Thierville? Das Public Viewing ist natürlich eine ganz tolle Sache für die Gemeinde, weil wir sind die einzige Gemeinde im ganzen Umland, die so etwas organisiert. Und das wissen die Leute auch im ganzen Leimental. Und dementsprechend kommen auch sehr viele Besucher aus den anderen Gemeinden. Was für Räumlichkeiten gibt es in Thierville, wo Anlässe durchgeführt werden? Also wir von der Gemeinde selber haben natürlich dort die Mehrzweckhalle, die verschiedenen Sporthallen, 99 Hallen für Sportanlässe für jedes Wochenende. Dann haben wir den Gückel, den man mieten kann. Wir haben das Pfarreiheim, den man mieten kann. Es hat diverse Möglichkeiten. Und dann hat jede Schule noch eine Aula, die man auch noch brauchen kann, je nachdem. Also wir haben eine Haufen Anlagen, die man ausmieten kann. Wir haben etwa 20 Anlässe, die Gemeinde organisiert im ganzen Jahr. Aber die Anlässe selber haben wir gegen 200, 250 im Jahr. Was für Anlässe dort speziell die Schule organisieren? Die Schule hat jedes Jahr sicher einen Sporttag in jeder Stufe. Unterstufensporttag, Mittelstufe, dann Oberstufensporttag. Das ist das, was sie am meisten machen, was sie am liebsten machen. Sternmarsch haben wir einen Haufen, OL organisieren sie. Dann haben wir einen Haufen Eltern natürlich, die sie auch immer brauchen. Informationsüben für die Schule haben wir auch relativ viel in der Mehrzweckhalle oder in der Aula. Was für Infrastrukturen stellen die generell zur Verfügung? Also wir haben in den Schulhäusern selber
auf ein Geschirr rumstehen, Gläser und so Sachen. Das heißt, immer dort, wo ein Fest stattfinden kann, haben wir das Material für die Infrastruktur des Fest eigentlich. Den Fest gar nicht durch, kann man vom Weghof beziehen. Dann haben wir jedes Mal eine Ausfahrt, die hilft, einrichten oder zusammenräumen wieder. Das ist unser persönliches Engagement, das wir haben, das wir aber via Geschäft machen können. Dann Infrastruktur hat es natürlich überall auch Beamer und so Sachen. Das ist das moderne Equipment, das man eigentlich braucht. Das hat es eigentlich auch in jeder Aula, in der Märzenhalle, überall hat es das eigentlich. Das Public Viewing hat sich in den letzten Jahren stark etabliert und lockt Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an. Der zeitliche wie aber auch der finanzielle Aufwand ist für das einmonatige Projekt für die Gemeinde allein nicht mehr stemmbar gewesen. Somit hat man entschlossen, den Verein mehr in das Projekt einzubinden. Herr Noll, wie ist das Public Viewing das hier organisiert und wer ist involviert? Bis jetzt haben wir das Public Viewing eigentlich von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde hat alles organisiert und mehr Verein, das Gewerbe und auch die Verwaltung hat geholfen, Manpower-Stellen, um die Anlässe zu bewerten. Neu ist es so, als wir von den Vereinen aus eigentlich das PAT übernommen haben, ein OK gebildet haben, vereinsübergreifend. Wir machen den Einkauf, wir rekrutieren das Personal rekrutieren und schauen, dass an diesen Anlässen das Ganze sauber über die Bühne geht und auch die Buchhaltung selber führen. Warum haben Sie sich zur Verfügung gestellt? Ich habe schon 2008 eigentlich unter dem Patronat der Gemeinde das Zepter der Technik übernommen. Ich habe geschaut, dass das sauber über die Bühne geht. Im 2008 war es noch ein bisschen einfacher, wenn wir einen Analogfernseher hatten. Jetzt mit dem Digitalfernseher, HD, ist das Verständnis der Leute, von der Qualität natürlich massiv gestiegen. Wir haben einen speziellen Stream über die Inter-GGA, über das Kabelfernsehen. Da haben wir eine bessere Qualität und wir haben einen Sekundenvorsprung gegenüber allen anderen Fernsehern. Und sogar 6 bis 7 Sekunden gegen Swisscom TV. Wir schreien immer, wenn ein Goal ist und die hinten dran, die Fenster offen haben, merken gar nicht, wieso schreien jetzt die schon. Was passiert bei schlechtem Wetter? Bei schlechtem Wetter ist es so, Fußball findet ja draussen statt und wenn immer irgendwie möglich, werden wir auch draussen sein. Die Übertragung läuft, man hat noch so Partyzelt, man hat noch sonst Sachen, die parat sind. Parallel dazu ist aber immer die Übertragung auch in der Mehrzweckhalle. Parat, das heisst, parat sie läuft auch immer. Es gibt immer auch Leute, die diesen Match anders schauen als hier im Römmel. Die sind dann drin. Es läuft immer innen und aussen. Wir haben auch in den Hallen innen Platz für etwa 400 Leute. Ist das lokale Gewerbe auch beteiligt und wenn ja, wie? Wir probieren immer die lokalen Gewerbe zu berücksichtigen. Und diesmal ist jetzt von der Bäckerei Grelingen haben wir das Brot, von Mattis Metzgerei haben wir das Fleisch und für das Bild haben wir Radio TV Bürgi, die uns hier das Bild liefern. Was für Verpflegungsangebote kann man erwarten? Wir haben jetzt dieses Jahr Klöpfer und Brotwürste vom Grill und wir haben Rautenschnitzel und Brezel natürlich noch. Wir haben dann 3 oben auch eine Glasse oben, die da kommt. An der Schweizer Match wird eine Glasse verteilt. Wie plant ihr den Einkauf? Der wird alle 2 Tage gemacht, aber spontan können wir jeden Tag einkaufen, wenn es nicht reichen würde. Werden denn alle Spieltage hier stattfinden? Von diesen 36 machen wir hier 35, weil auch oben am 21.06. ist dann hier die Gemeindeversammlung. Und dann werden wir keine Public Viewing machen. Sie sehen, die Veranstaltungen der Gemeinde sind zu einem wichtigen Teil des Dorflebens geworden. Die Anzahl und die Vielfalt hat in den letzten Jahren stark zugenommen. So viel von der Verwaltung. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und auf Wiedersehen.